Ein Applaus. Nicht nur, dass sie durch die Benutzung von mehr als einer Kreidefarbe für Verwirrungserscheinungen sorgten, nein, durch so viel Kreidestaub ist die ganze erste Reihe an Kreidestaubgrippe erkrankt und seitdem nicht aus der Quarantäne entlassen worden. Sollte unter diesen Umständen eine Epidemie auftreten, werden sie noch einmal zur Verantwortung gezogen und erneut einem Gericht vorgestellt. Des Weiteren wird ihnen vorgeworfen, dass sie Pfeile ohne jede Bedeutung zeichneten, was eine Beleidigung für jeden vernünftigen, schwer im zweiten Teil des Teilzeit-Rettenprogramms arbeitenden Lehrers darstellt und aufs Schärfste geahndet werden muss. Auch angekündigte und nie erwähnte sowie angefangene und nie beendete Themen werden ihnen zur Last gelegt. Somit kommen wir dann wiederum zur Urteilsverkündung. Frau Weiß, Herr Lorenz. Okay, Herr Weiß. Treten Sie bitte nach vorne. Frau Weiß, Sie werden dazu verurteilt, Herrn Lorenz zu schminken. Können Sie mir einmal was dazu sagen? Welche Arten haben wir denn? Ja, wir haben einen wunderschönen rosa Lippenstift, den man auch als Rouge verwenden kann. Und natürlich blaue Lidschatten. Natürlich auch das hübsche Bärchen. Ja. Super.
bin nicht verheiratet. Darf ich um Ruhe bitten? Hohes Gericht. Sehr gerne, Frau Freitag. Die Verteidiger vorne stehen. Sehr gerne, kommen. First of all, we would like to thank you for coming. Secondly, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass auch Sie, Miss Pfeiffer, hier als Angeklagte stehen und sich verantworten müssen. Des Weiteren müssen wir darauf bestehen, dass Sie hinter Schloss und Riegel kommen und damit unsere Nachfolger nicht mehr in den unfreiwilligen Genuss ihrer individuellen Prüfungsvorbereitung kommen, die viel zu früh beginnt. 3 Tage vor der Prüfung hätte auch vollkommen gereicht. In our opinion ist das schärfste Vergehen, dessen Sie angeklagt werden können, das des Vokabeltestes. Nach neuesten Erkenntnissen und Forschungen der Raumfahrtwissenschaft sind Vokabeltests völlig überholt. Ja, schon steinzeitlich zu nennen. Das Schulgesetz legt aber eindeutig fest, dass Schüler unter Berücksichtigung der modernsten Standards unterrichtet werden müssen. As well liegt im Gericht eine Anzeige wegen Missachtung des Schüler dürfen nur 90 Minuten Filme erlaubt werden, die keinen schulischen Inhalt haben, Gesetzes vor. Sie verstießen in zweierlei Hinsicht dagegen. For example, immer dann, wenn Sie nur an diese blaue CD gedacht haben. Moreover haben Sie massenhaft Schriftstücke mit verbotenem Inhalt unter Androhung von Gewalt von Zivilisten anfertigen lassen. Darunter befinden sich Comments, Essays und Style-Analysen. The same Vorwürfe müssen wir auch Frau Huhn machen. She gilt als große mitverantwortliche Person und kann in Future nicht alleine teachen. Es ergeht für die beiden Angeklagten folgendes Urteil: Sie werden geschminkt. Wenn die Schminker etwas zu ihrer Aktion sagen wollen. Ja, ich habe gerade das Rouge aufgetragen, um die Gesichtsform zu unterstützen.